das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, unsere Freitag-Nacht-Ausgabe. Wir sind da und ihr seid auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitags wie immer eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist Gabi. Gabi ist 32 Jahre alt. Guten Morgen, Gabi. Hallo, guten Morgen. Was ist dein Thema, Gabi? Ja, ich hatte doch am Dienstag, war das doch wegen dem Muttersöhnchen da mit meinem Bernie. Ah! Ja, du hast, also vielleicht für die Leute, die am Dienstag nicht dabei waren, wir hatten das Thema Hotel Mama. Und du hast am Dienstag angerufen und hast von einem wahrhaften Muttersöhnchen erzählt, nämlich von deinem Partner. Ja, genau. Das stimmt so. Vielleicht noch ein paar Sätze nochmal von dir, von der Situation, in der du bisher gelebt hast mit deinem Partner zusammen. Ja, eigentlich ganz normal, bis wir zur Mama gezogen sind, zur Schwiegermama. Ihr seid dann zusammen in das Haus von der Schwiegermama gezogen. Genau. Ihr wohnt oben, die Schwiegermama wohnt unten. Und vielleicht noch mal ein paar Beispiele, wie es da zugegangen ist. Ja, Schwiegermama, die guckt mit uns Fernsehen. Schwiegermama hat die Macht über die Fernbedienung sowieso. Die macht die Wäsche für ihn, für mich nicht. Die beobachtet uns beim Sex. Wir sind nicht schnell genug, wir kriegen kein Kind zustande. Und also ein Kram. Ja, und ich habe dann natürlich gesagt, okay, dann ziehe ich aus und ja, so wird es jetzt auch gekommen. Ja, und du hattest ja eine Wohnung schon angemietet. Ja. Und der Stand der Dinge war, während unseres Gespräches, du hast ihm gesagt, ich rufe bei Domian an und er sollte zuschauen. Ja, genau, bei seinem Freund. Genau. Und wir waren natürlich alle jetzt gespannt, wie Flitzebögen, was daraus geworden ist. Du hast nämlich letztendlich ihn auch über den Sender, über unsere Sendung, vor die Alternative gestellt. Entweder ziehst du zusammen mit mir in die von mir schon angemietete Wohnung, oder ich ziehe da alleine hin und somit ist unsere Beziehung kaputt und vor dem Aus. Genau. Wie hat er reagiert? Wie er reagiert hat, also erstmal möchte ich ihn schön grüßen. Er guckt jetzt unten bei Mutti Fernsehen und sieht die Sendung. Ehrlich, heute wieder? Ja, weil ich habe ihm gesagt, ich sage, setz dich mal schön hin. Weil dass er sich das aber antut dann nochmal. Weil der bekloppt ist. Der ist bescheuert, ist der. Der kam ja an so gegen 2:30 und sie hatte die Sendung auch zufällig gehört, weil ich oben so laut war. Und wir haben ja keine Tür, die hat sie ja ausgehängt. So hast du es erzählt, ja. Genau, ja. Und dann dann war der erstmal ein Gezeter. Erstmal kriegt er einen drüber, weil er muss ja morgens dann arbeiten und weil er erst 2:30 nach Hause gekommen ist, da kriegt er erstmal einen von der Mutti drüber. Und dann wurde erstmal diskutiert wegen der Sendung und dann kam er hoch, Mutter stand unten an der Treppe. In tiefer Nacht war das alles? 2:30, also 2:30, Viertel vor drei, ja. Muss ja ganz genau, kann ich sie jetzt gar nicht so sagen. Dann kam er hochgepoltert und sie halb hinterher und dann guckte sie mit ihren Kopf da so um die Ecke nachher und also es war wunderbar. Und er sagt, hat er mich angeschrien, ich würde die Familie in Verruf bringen und das hätten bestimmt ganz viele gesehen. Ich sage, ja, deswegen habe ich da ja auch angerufen. Ja, und ich sollte nicht so einen Blödsinn machen. Und der hat das nicht ernst genommen. Dann habe ich ihm das nochmal gesagt. Ich sage, ich ziehe am 19. ziehe ich aus. Und egal, also ich ziehe ja sowieso aus. Ja. Aber nun, ne, das ist ja klar. Also du wärst ja bereit gewesen, ihn mitzunehmen. Ich hätte ihn mitgenommen, ja. Aber das klappt nicht. Und dann hat er... haben wir noch gestritten, klar, so hin und her, genau weiß ich gar nicht, was wir alles gesagt haben. Ja, dann hat er sein Bettzeug genommen und hat gesagt, ich gehe jetzt zu meiner Mama und da schlafe ich. Und da schläft er bis heute noch. Und das ist ein Ding. Das heißt, somit ist die Sache entschieden. Du ziehst alleine aus in deine Wohnung, in die angemietete Wohnung. Und somit ist eure Beziehung beendet. Die ist beendet. Also er hat mir aber auch noch angeboten, man muss ja auch fair sein. Ich kriege vielleicht meine Tür wieder, wenn ich da bleibe, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Die Mutter, müssen wir nochmal erklären, die Mutter hat die rausnehmen lassen, ne? Ja. Er hat sie im Auftrag der Mutter rausgehängt, ne? So war's. Ja, ich war einkaufen und ich weiß nicht, ob er da jetzt mit im Spiel war oder so. Das habe ich eigentlich nie richtig rausgekriegt. Da sagst du jetzt auch was. Und du kamst zurück und die Tür war raus? Die Tür war raus, damit die Mama, weil ich den Schlüssel ja außen nicht stecken lassen habe. Verstehe. Damit die Mutter rein konnte. Und damit die Mutter immer in eure Wohnung kann. Richtig. Das ist wirklich, wir haben hier auch in der Redaktion nochmal drüber gesprochen, nach unserem Anruf, das ist wirklich so ein unfassbarer Fall, den du da schilderst. Ja. Den man, ich habe es ja am Dienstag auch schon gesagt, in einem Drehbuch wirklich nicht besser schreiben könnte. Also das da kommen ja alle Klischees fast zusammen, die man sich vorstellen kann.
Ja, die ist also auch zum Beispiel, ich kann nur ein Beispiel sagen, wenn ich zum Beispiel Besuch kriege, so, jetzt ja nicht mehr, aber sonst habe ich ja auch mal Besuch gekriegt, ich gehe ja jetzt irgendwo immer hin, dann hat die gesagt, oh, ich sitze da, nur dann hat sie mir die Bügelwäsche hingestellt, dass ich ja nicht sitze mit Freunden und quatsche, sondern sollte immer dabei arbeiten, das machte man nicht. Man müsste immer was tun, hat sie mir gesagt. Also ich könnte dir da 8, 5 Stunden von erzählen. Wie viele Jahre geht das jetzt schon so? 2 Jahre. Und wir sind 10 Jahre zusammen. Genau, und vorher war das, so hast du es uns ja erzählt, vorher war das gut, weil ihr woanders gewohnt habt. Mhm. Das Verhältnis war auch nicht innig zwischen dir und der Schwiegermutter, aber man war ja getrennt. Man hat sich arrangiert, mal Weihnachten. Genau. Und so, Und, aber ich meine, du hast am Dienstag schon sehr, ja, sehr selbstbewusst und überzeugt gewirkt. Bei allem, was jetzt da zusammenkommt, ist denn nicht auch bei dir eine Spur von Traurigkeit da? Und ja, immerhin bricht ja dein Leben jetzt auch auseinander, was du bisher geführt hast. Ja, aber was soll ich denn machen? Wenn ich jetzt da bleibe, dann wird sich das ja nie ändern, außer dass ich Besitzerin einer eigenen Tür bin. Aber ansonsten ändert sich ja nichts. Ja, aber dann ist es nicht so ein bisschen Wehmut auch, dass du jetzt eben, das ist ja doch eine lange Zeit, während ihr zusammen wart, dass du jetzt diesen Menschen verlierst auch. Ja, aber mir ist es das wert, weil sonst bin ich ja hier im Gefängnis, das geht ja gar nicht. Und außerdem, wenn der sich dafür entscheidet, für seine Mama und jetzt da sogar auf dem Sofa schläft, wer weiß, wo er, ich weiß es nicht, geht er ja nicht mehr runter. Das ist doch unglaublich, ist das doch. Dieses Gespräch war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, was wir hier geführt haben. Ja. Wie war denn die Stimmung jetzt die letzten Tage bis heute, wenn man sich so über den Weg läuft? Ja, also sie ist jetzt, sie macht total den glücklichen Eindruck. Ach, sie ist froh, dass du rausgehst? Ja, sie greift mir so hinterher und so, nur noch 8 Tage, nur noch 9 Tage oder sowas kriege ich zu hören, nicht? Und woher weißt du denn überhaupt, dass sie heute Abend wieder diese Sendung hier... Weil ich ihnen das angekündigt habe. Ich habe gesagt, ihr müsst heute Abend gucken, nicht, dass ihr dann was verpasst. Wenn du das machst, dann kommen wir hoch, aber sind bis jetzt noch nicht da. Warten wir mal ab. Die Tür ist ja noch immer ausgehängt, ne? Die Tür ist ausgehängt. Das heißt, die könnten jetzt jeden Moment da reinstürmen bei dir? Ach, was will die alte Greisin denn von mir? Also ehrlich, ich kann mich doch mal. Also ich bin irgendwo bin ich auch ganz froh und ich bin auch ganz erlöst darüber, dass das ist jetzt geklärt, dass jetzt brauche ich mir keine Sorgen machen. Mhm. Aber eins darf ich noch mal eben sagen, also zu ihm jetzt direkt, und zwar er braucht nicht wieder ankommen. Also das ist jetzt vorbei, ne? Da gibt es auch jetzt kein Zurück mehr und jetzt bleibt er bei Mutti. Die Entscheidung ist für dich jetzt definitiv gefallen. Ja. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Du hast die Faxen dicke. Ja. So kann man sagen. Genau. Und am 19. April ziehst du in deine neue Wohnung. Genau, da sind die Maler drin, ich mache mir die schön. Und du freust dich darauf. Ich freue mich jetzt richtig, weil endlich bin ich diese Last los. Das ist ja wie eine Ehe zu dritt ist das, ja. Und sie hat das Sagen, wie so ein General ist sie, ne? Und vielleicht sollte sie mal nachdenken, warum sie auch so alleine ist und dass keiner was mit ihr zu tun haben will. Darüber soll sie mal nachdenken. So, wir wollten dich ja auf jeden Fall, also meine Kollegen hatten dich ja zurückgerufen. Ich wusste es nicht vorher und ich war natürlich interessiert, wie es jetzt weitergegangen ist. Mhm. Und in deinem Sinne ist es jetzt so okay und gut und du freust dich auf dein neues Leben. Genau. So kann man sagen. So kann man das sagen. Ja. Genau. Dann wünsche ich alles Gute, Gabi. Ja, wünsche ich dir. Und auf dass der nächste Mann anders wird. Ja, vielleicht meldet sich ja einer. Aber ohne Mutter. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Und wenn ihr mailen wollt, bitte domian@wdr.de plus eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Der nächste Anrufer ist der Henning. Henning ist 26. Hallo Henning. Ja, hallo lieber Jürgen. Schön, mit dir zu sprechen. Ja, um was geht's, Henning? Also ich wollte mich mal mit dir bereden über deine aktuellen Medienauftritte oder besonders den Auftritt gestern bei der Sendung Schmidt und Pocher. Ja. Du bist ja gerade unterwegs in der Medienlandschaft. Ja, ich bin viel unterwegs, stimmt. Um so ein Buch Werbung zu machen. Ja, unter anderem. Ja, man merkt ja da irgendwie, überall wird sich so ein bisschen lustig gemacht über Domian Nacht. Ja, der mit seinen Spinnern oder so. Und da blutet einem Fan natürlich immer das Herz ein bisschen. Nö, aber überall wird sich nicht lustig gemacht. Ja, mal so ein bisschen Lächelei ist dabei, so manchmal so. Ja, wenn man in eine Unterhaltungsschau ist, ja, klar, natürlich. Genau, und gestern die Sendung Schmidt und Pocher, klar, war ja eigentlich zu erwarten, dass da auch irgendwie viele Sachen passieren. Aber das war jetzt alles auf einem Niveau, wo ich mir mal Gedanken drüber gemacht habe, Mensch, was denkt der Jürgen eigentlich darüber oder wie fühlt er sich dabei? Gut. Und deswegen hatte ich deine Reaktion mal in Mail geschrieben und die das qualifizieren genug, um mich reinzunehmen. Das finde ich schön. Ja, ich höre daraus, dass du nicht so ganz erfreut warst, oder? Nein.
Also ich kann ja mal die Sendung für die Zuschauer jetzt, die gestern nicht zugeschaut haben, mal beschreiben. Mhm. Also du warst, hast ja dein Buch vorgestellt und man hat dem von Herrn Pocher ab und zu, ja am Anfang, Herr Schmidt und Herr Pocher sich so ein bisschen belustigt und ja, mein Lieblings-Domian-Rufer ist ja der mit dem Hackfleisch, ja, und oder ich fand eure Sexsongs lustig, klar, sind das jetzt Themen, wo du sagen kannst, okay, die kann man nicht unbedingt ganz ernst nehmen. Aber was ich jetzt auch nicht toll finde, dass sie verarschen, weil das sind alles Leute mit dem Schicksal und ich setze mich da mal in die Reihen, wie sie sich fühlen, wenn die ausgelacht werden. Aber gut, aber dann wurde eben so ein typisches Domian-Gespräch gespielt sozusagen. Ja, also der Pocher hat so einen Trendwand zwischen euch gestellt. Das war eine Improvisation. Mhm. Also ich wusste zwar, dass wir irgendwie in der Richtung was machen werden, ein Telefonat, aber inhaltlich haben wir uns nicht abgesprochen. Ach so, genau. Trendwand zwischen Oliver Pocher und mir und ich hatte dann so einen Kopfhörer auf, wie ich jetzt auch auf habe, und Oliver hat einen Anrufer gespielt. Ne, so war's. Ja, genau. Ja. Und dann wurde praktisch, hat der Herr Pocher praktisch den auf die Tränendrüse gedrückt und rumgeheult und praktisch so einen dummen Anrufer gemacht, der sehr nachgeäfft, sozusagen, kann man sagen, der sehr verzweifelt ist. Ja. Und das finde ich dann schon, also ich fand das schon ein bisschen pietätlos so. Weil praktisch klar, in der Sendung werden viele Leute verarscht, aber das sind oft Leute, die praktisch mitten im Leben stehen, die haben eine große Fangemeinde, die haben Geld. Also wenn jetzt von dem Pot verarscht wird, ist das eine andere Sache, als wenn da Leute, die eben ja ein schweres Schicksal haben und okay, suchen so einen Hilfeschrei nach außen senden und bei Domian mal anrufen, um mal praktisch was von Seele sich zu reden, und die Leute müssen sich dann da verarscht fühlen sozusagen. Also Henning, du kannst mir wirklich glauben, wenn auch nur ansatzweise jemand von meinen Anrufern mit einem ernsten Anliegen in einer anderen Sendung verarscht werden sollte und ich bin dabei, würde ich sofort Schluss machen und ich würde es nicht mitmachen. Ich weiß auch, dass sowohl Harald Schmidt als auch Oliver Pocher diese Sendung hier sehr respektieren. Und das ist natürlich eine Unterhaltungsshow, wenn man in diese Late-Night-Sendung von den beiden geht. Und dass es dann auf so ein Spaß-Interview hinaus lief, wo wir uns über diese Hackfleischnummer unterhalten haben, fand ich wirklich auch sehr lustig, muss ich sagen. Okay. Und weißt du, diese Hackfleischgeschichte, die ist so uralt, die ist 13 Jahre fast alt, er hat schon fast eine Symbolik für so einige Skurrilitäten dieser Sendung. Da ging es gar nicht mehr um den einzelnen Menschen, der dahinter steckte. Und dass man dann mal so einen Spaß miteinander machen kann. Ich bin ja auch froh, dass ich nicht immer ernst sein muss, wenn ich bei irgendwelchen Sendungen auftrete, sondern dass man auch mal einen Spaß haben kann. Und ich weiß eben die Haltung von den beiden Kollegen unserer Sendung gegenüber, dass ich mir da gar keine Sorgen gemacht hätte. Weißt du, wenn Oliver jetzt einen Scherz gemacht hätte und hätte irgendeine schwere Krankheit vorgetäuscht oder so, und das verlustigt hätte, dann hätte ich es nicht mitgemacht. Aber das hätte er auch niemals gemacht, das weiß ich. Und das Vertrauen hatte ich auch zu ihm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, wir machen irgendwas und improvisieren. Also lass uns nicht zu politisch korrekt sein. Nee, klar, du wolltest einfach mal deine Meinung darüber hören. Ja. Also, weil ich also diesen weinenden Menschen, der bei dir anrufen hat, ich fand es schon so krass, war gut. Jeder hat seine Meinung. Ich glaube, er hatte so am Anfang mich ein bisschen verarscht, weil er sagte, ich bin so und so alt und ich habe gerade ein Buch geschrieben. Weißt du, das ging ja dann eher so auf mich auch. Also ich finde es okay und ich fand es auch lustig und wir hatten doch alle unseren Spaß. Weil du nicht so, ich merke schon. Ja, na klar, also ich fand es, weil so Domian ist für mich so eine wichtige Sendung, weil ich endlich mal jetzt irgendwie Möglichkeit habe, was über die Welt zu erfahren. Da rufen Leute an und sagen, was mit ihnen los ist sozusagen, was in den Köpfen vorgeht, was man so nicht mitkriegt. Und wenn die in den Dreck gezogen wird, dann werde ich dann natürlich wild. Ja, aber der ist nicht mehr in den Dreck gezogen worden, das muss ich immer ganz klar sagen. Es liegt vielleicht auch daran, ich weiß nicht, wie magst du die Sendung Schmidt und Pocher? Ja, ich finde es eigentlich schon lustig, Und du magst auch Oliver Pocher? Ja. Ja, das ist schon mal gut, weil Oliver auch sehr polarisierend ist und manch einer sagt, wie kannst du, ich habe gestern eine Mail bekommen von einer älteren Dame, wie kannst du dich mit so einem Rotzlöffel abgeben? Ja. Das ist ja dann schon sehr lustig. Ich finde, dass die beiden eine sensationell gute Sendung machen und dieses Gespann finde ich wirklich ganz toll, dass sich das so ergeben hat, Pocher Schmidt. Na, ich fände es eben bloß in der deutschen Medienlandschaft, also Comedy-Landschaft oder allgemein Comedy-Landschaft immer ein bisschen schade, dass immer so viel Witze über andere Leute gemacht werden und das ist eben ein bisschen schade, dass eben nicht irgendwie allgemeine Sachen gezählt werden, man drüber lachen kann, dann immer jemand in den Dreck gezogen wird. Ja, aber in der Regel geht es ja auch schon um, wie du es gerade gesagt hast, um Prominasen. Ja, genau. Ne? Und die können es ja auch aushalten. Ja. Den Kopf da mal hinzuhalten. Verona Poth ist ja nur gerne besprochen von den Comedy-Kollegen zurzeit. Ja.
Ja, Henning, also sind wir ein bisschen anderer Meinung. Ja. Aber du hast mein Ehrenwort, dass ich niemals jemanden verarschen würde. Und das, ich sage es auch nochmal, würden die beiden auch nicht machen, ja, wenn es um ernste Sachen geht. Definitiv nicht. Ich will jetzt noch was sagen. Ich möchte mich noch beim nachtlager.de bedanken, ja, weil ich da mal deine Sendung runterlage und den Tag überhöre. Also Nachtlager ist wirklich Nachtlager, www.nachtlager.de ist so. Ich kann Zuhörern empfehlen, wenn ihr eine Sendung verpasst, einfach runterladen. Dann könnt ihr solch im Auto oder in der Küche anhören. Ganz sind, sind die Fanseiten von unserer Sendung hier, die wirklich toll gestaltet werden und wirklich gut gemacht werden, kann man immer wieder empfehlen, glaube ich. Gut, dann freut es mich, dass ich dich mal sprechen durfte. Ja, ich freue mich auch sehr und bleib uns gewogen und bleib uns treu, Henning. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Gute Nacht noch, ciao. Tschüss. Gabi, 34 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dogen. Hallo Gabi, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist zum Hotel Mama. Auch Hotel Mama? Genau. Da bin ich aber gespannt. Erzähl. Ich bin 34, wohne noch zu Hause, meine Mutter ist 55 Jahre alt. Kein Mama-Söhnchen, sondern eine Mama-Tochter. Genau. Hat man auch nicht so oft, oder man spricht da nicht so oft drüber. Mhm. Auf jeden Fall, ich könnte mir nie vorstellen, vom Hotel Mama auszuziehen. Du bist 34, in Frage kommen. 34 Jahre alt und wohnst noch bei der Mama. Wohnst du allein bei der Mama oder bei den Eltern? Bei den Eltern, bei meinem Stiefvater und bei meiner leiblichen Mutter. Ja, und gibt es da noch andere Geschwister? Ja, eine Schwester. Die ist aber schon ausgezogen. Wie alt ist die? Die ist 22. Ach, die ist mit 22 schon ausgezogen? Genau. Und du bist mit 34 immer noch da und warst zwischendurch auch nie mal weg? Nein, gar nicht, auf gar keinen Fall. Also, was machst du? Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Warum nicht? Ich fühle mich einfach zu wohl. Ist es Bequemlichkeit? Genau, kann man so sagen. Die Mama putzt? Wäscht, kocht. Wäscht, kocht. Genau. Ist immer so da, wenn man sie braucht? Genau. Für eine Handreichung auch immer gut? Auf jeden Fall, doch. Also sie verwöhnt mich schon sehr. Also. Was machst du vom Beruf? Also ich mache gar nichts. Also. Ach, das auch noch? Nein, ich mache nichts. Wie kommt das? Warum? Arbeitslos? Aus Bequemlichkeit. Ach so, das heißt, dich hat gar nicht das Los der Arbeitslosigkeit getroffen, genau. Sondern du hast dich bewusst dafür entschieden, nichts zu machen. Genau. Hast du denn mal was gelernt? Nein, noch gar nicht. Also ich bin zur Schule gegangen und das war es dann auch. Was machst du denn den ganzen Tag? Ja, Fernsehen gucken und essen. Essen? Ja. Wie viel wiegst du? 175. 175 Kilo? Ja. 175 Kilo? Ja. Wie groß bist denn du? 1,55. 175, nicht Pfund, Kilo, wir reden von Kilo. Genau, ja. War das immer schon so? Oder hat sich das in den letzten Jahren immer mehr ergeben? In den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Mhm. Und naja, du brauchst ja auch mal ein bisschen Kohle, um dir mal was zu kaufen. Handyrechnung vielleicht oder so. Wer zahlt das? Von Hartz IV. Also ich brauche zu Hause nichts davon abzugeben und ja. Ja. So, jetzt geht mir natürlich die Hutschnur hoch, wenn ich das höre. Das kannst du dir vorstellen. Das kannst du dir denken. Nicht wirklich. Na, hör mal, wenn man mit 34 Jahren so faul ist. Und so bequem und so träge, kannst du nicht gerade erwarten, dass du von anderen Leuten Respekt und Achtung wiederbekommst. Also ich fühle mich so wohl, ich kann mir auch gar nicht anders vorstellen. Ja, natürlich, weil du es dir auch so bequem machst. In dem Moment, wo deine Mutter, dein Vater plötzlich nicht mehr da wären, müsstest du dich selbst auf deinen Hosenboden setzen und dich um dein eigenes Leben kümmern. Das ist doch denke ich erst gar nicht. Also, ja, aber das ist doch ein absolutes Armutszeugnis, was du da machst, wie du lebst. Also ich fühle mich so wohl. Bitte? Also ich fühle mich so wohl, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Du könntest es jedem empfehlen? Also nach meiner Meinung auf jeden Fall. Also. Aber du hast ja selbst überhaupt nichts vorzuweisen. Du hast gar nichts. Du hast noch gar nichts geleistet in deinem Leben. Ja, jo, das stimmt schon. Das stimmt. Und du kannst auch auf gar nichts stolz sein. Ja, eigentlich schon, doch. Also, ja, aber was denn? Ich mag meine Eltern sehr. Okay, dagegen ist ja nichts einzuwenden, dass man die Eltern mag. Aber sich von den Eltern aushalten zu lassen bis zum geht nicht mehr, finde ich fürchterlich. Ja, Eltern machen das ja auch sehr gerne. Das ist ja völlig egal, ob die das mitmachen. Jeder ist doch sein eigener Herr. Und deine junge Schwester, sagst du, die ist mit 22 schon aus dem Haus.
Ja, jo, das ist ja natürlich zu früh, also das kann ich ja gar nicht verstehen. Finde ich auch absolut okay noch, wenn man sagt 22, ich will auf die eigenen Füße, finde ich okay, finde ich gut. Also ich finde. Wie soll das denn weitergehen? Du bist jetzt schon, ich sag mal, schon 34. Ja. Willst du jetzt bis zum Ende deiner Tage, solange deine Eltern leben, bei denen wohnen? Ja. Und lässt sich von denen aushalten? Ja, sie wollen es ja auch, also. Keine Entschuldigung, nach dem Motto, du kannst, das hört sich jetzt so an, als ich kann ja nicht anders, weil meine Eltern so wollen. Nee, das ist keine Entschuldigung. Was machst du, wenn deine Eltern manchmal da sind? Ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, also. Aber sowas muss man sich ja auch mal vorstellen, das kann ja passieren. Möchtest du nicht, ja. Du verdrängst das einfach. Eltern sterben nicht. Ja, vielleicht bin ich dann ja doch ausgezogen, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber. Hast du einen Freund? Nein, noch nie. Noch nie? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, irgendwie hat es sich nie ergeben. Hast du denn Freundinnen? Auch nicht. Ich hatte mal welche, aber gar nichts mehr. Also hast du außer deinen Eltern, deiner Familie, hast du keine Menschen? Genau. Aber wie kommt das, Gabi? Ich weiß nicht. Außer ein paar Chatbekanntschaften habe ich, aber das war es auch. Und ich habe gerade so sehr, sehr, sehr erstaunt ein paar Mal nachgefragt, was dein Gewicht anbelangt. Ich meine, damit ist ja nun auch nicht zu spaßen. Das ist ja das nächste große Problem. Mhm. Warum wiegst du so viel? Ich weiß nicht. Das schmeckt mir einfach alles so gut bei meinen Eltern. Aber dir ist ja auch klar, das muss ich ja auch nicht jetzt hier großartig verkünden, wie schädlich und wie schlimm das letztendlich für deine Gesundheit ist, auf die Dauer gesehen. Ja, also bis jetzt habe ich ja noch nichts außer Knieprobleme. Du spielst das alles so runter, ne? Ich glaube, du wachst erst auf, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Das kann aber jedem passieren. Also. Was kann jedem passieren? Ja, irgendwas Schlimmes. Ja, schon, aber manch einer ist dann auch eher gewappnet, dann damit umzugehen. Aber du wachst vielleicht erst dann auf. Ich meine, eine Frau von deiner Größe mit so einem Gewicht ist ja schon Wahnsinn. Bist du denn in ärztlicher Behandlung? Kontrolle mal ab und zu? Ja, außer wiegen, aber mehr aber auch nicht. Was sagen denn deine Eltern zu dem extremen Übergewicht? Meine Eltern sind ja auch schwer übergewichtig. Also. Das heißt, es wird in der Familie auch nicht so groß Wert gelegt auf gesunde Ernährung? Genau, also es gibt schon gute Hausmannskost. Also. Und gerne mal eine Pizza und auch viel Süßes? Ja, vor allen Dingen ja. Doch. Und gerne mal auch eine Liter Cola-Flasche und so weiter? Ja, Cola weniger, eher Limo. Limo, naja, ist ja genauso schlimm. Ich bin ein bisschen ratlos, Gabi, du scheinst ja gar nicht so ein bisschen über dein Leben nachzudenken. Du lässt dich so gehen, nimmst alles so hin, wie es ist. Ja. Also die zweite Geschichte, da reden wir ja über deine Gesundheit auch. Mhm. Und das müsste dir doch eigentlich sehr am Herzen liegen, dass du nicht in 10 Jahren eine schwerkranke Frau vielleicht bist. Mhm. Ja, das bin ich ja jetzt schon, also wenn man es so sehen würde. Was hast du denn jetzt für Erkrankungen? Also bis jetzt habe ich nur Knieprobleme, also. Ja gut, das ist ja noch relativ harmlos, aber das ist ja nur der Anfang von all dem, was noch passieren könnte. Mhm. Hast du denn auch das Gefühl, manchmal einsam zu sein? Ja, doch schon sehr. Mhm. Und durch das Chatten hast du so ein bisschen schon Kontakt zur Außenwelt? Ja, doch, so ein bisschen schon. Also, das macht mir auch große Freude, doch. Weißt du, was ja toll wäre, wenn du mal so ein bisschen vielleicht auch in Kontakt zu anderen Gleichaltrigen kämst? Mhm. Dass du irgendwie rausgingst, dich irgendwo mal hinbegibst, wo. Also, ich kann mich auch nicht so gut bewegen, sage ich jetzt mal. Also. Wegen des Übergewichtes? Genau. Ja. Würdest du sagen, dass es dir eigentlich seelisch ganz gut geht? Oder gibt es auch so traurige Phasen? Also solange ich meine Eltern um mich herum habe, geht es mir eigentlich gut. Doch. Aber dennoch, so ein paar Kontakte wären ja nicht schlecht nach draußen. Ja, eigentlich schon, aber... Im Moment noch nicht. So. Nee, also nicht wirklich. Warst du denn schon mal in einer Klinik, so in Sachen Abspecken? Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung. Ja, eigentlich schon. Ne? Also einmal so gesundheitstechnisch wäre das nicht schlecht. Und auch da lernt man den einen oder anderen kennen, was vielleicht auch ganz interessant ist, dass sich da was raus ergeben könnte.
Würdest du gerne mal so in Sachen Klinik, was man da so machen kann, wohin man geht, wie das überhaupt so funktioniert, mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Also nicht wirklich. Nicht wirklich? Mhm. Okay, war nur ein Angebot. Mhm. Ja, Gabi, da kommen wir nicht weiter. Ich würde wirklich sehr, möchte sehr gerne an dich appellieren, dass du zumindest in Sachen Gesundheit da mal ein bisschen strenger mit dir umgehst. Mhm. Das andere wird sich dann vielleicht auch irgendwann mal ergeben. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Also, trotz allem, alles Gute wünsche ich dir. Mhm. Und ich finde deine Sendung echt supi. Also das ist aber jetzt sehr nett, wo ich dich jetzt doch sehr hart angegangen bin. Nee, also ich finde deine Sendung echt klasse. Also Mensch, Gabi, mach was, okay. Damit du nicht noch dicker wirst und noch nicht noch mehr erkrankst demnächst. Ich gebe mir Mühe, mal ein paar weniger Schokoriegel zu essen. Ja, das wäre doch, okay. Wär doch schon mal ein Anfang. Mhm. Alles Liebe wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Die Kerstin, 42, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kerstin. Ja, ich wollte mal über meine Tochter sprechen. Wie alt ist denn die Tochter? Die ist 21, ja. Lebt zu Hause und hat seit 5 Jahren Synkopen. Synkopen sind Ohnmachtsanfälle. Synkopen? Ja. So nennt man das? Ja, so nennt man das. Hm? Ohnmachtsanfälle? Ja. Erzähl mal, wie oft kommt das vor? Wie zeigt sich das? Wie lange hält das an? Das ist unterschiedlich. Manchmal haben wir es dreimal am Tag und manchmal hat man ein paar Tage hintereinander gar nichts. Und sie fällt dann von einer Sekunde auf die andere in Ohnmacht? Jawohl. Wie lange hält die Ohnmacht an? Also wir versuchen sie immer wach zu klopfen, sagen wir mal so, weil der Arzt gesagt hat, das könnte man machen. Man kann sie aber auch liegen lassen und warten eben, bis sie aufwacht. Und das machen wir eigentlich nicht, weil ich habe da mehr Angst drüber. Ja. Wenn man sie liegen lassen würde, wie lange würde sie denn liegen? Also damals, als ihre Schule anrief, als sie das erste Mal hatte, da war es 45 Minuten. 45 Minuten? Ja, da kam sie dann in die Klinik, lag auf der Intensivstation, weil man ja da Angst hatte erst und das gar nicht kannte. Mhm. Und ja, und seitdem hatte das eben ein paar Tage mal nicht und mal kommt auch darauf an. Also man kann es überhaupt nicht steuern, man weiß überhaupt nicht, wann das passiert. Wie alt war sie, als sie das erste Mal hatte? 16. Ja. Und vorher ganz kerngesund, normales? Ganz kerngesund, nichts gewesen. Und das ist jetzt diagnostiziert als Krankheit Synkopen, wie du es gerade gesagt genau. hast. Genau. Ja. Und das kann der Psychologe, kann das bloß behandeln. Und bei dem ist sie jetzt nur 2 Jahre. Und die hat, also mir kommt das so vor, als wenn sie nur nicht weiter weiß, weil sie jetzt ein bisschen schlimmer geworden ist wieder mit ihr. Ist das eine psychiatrische Erkrankung? Ja. Ist es eine seelische Erkrankung? Ja, das ist so eine, also irgendwie ist es eine seelische Erkrankung, denn. Das heißt, man kann mit Medikamenten kann man nicht viel oder nichts ausrichten? Überhaupt nicht. Also da wurde ausprobiert, also seit den 5 Jahren, also sind 3 Jahre verstrichen, wo alles ausprobiert. Erst dachte man, dass er epileptische Anfälle hat, aber das hat sich nachher alles herausgestellt, dass es nicht so ist, weil sie keine Krämpfe hat. Mhm. Denn sie fällt ja bloß um und liegt da. Mhm. Ja. Ist das zurückzuführen auf einen Gehirndefekt, dass Nein. irgendetwas nicht? Nee, das ist, die Psychologin sagt, es kann an irgendeinem Geruch liegen, den sie riecht und also da organisch, das Gehirn ab. Achso, organisch ist das Gehirn absolut in Ordnung? Das ist alles in Ordnung. Ach, das habe ich so auch noch nie gehört. Ja, das ist ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen. Das heißt doch, ihr Leben, was macht sie zurzeit so vom Beruf? Oder? Sie macht eine Ausbildung. Als? Bürokauffrau. Aber dann muss sie doch ständig auch Angst haben, dass ihr das während der Arbeit passiert. Ja, ja. Und passiert das während der Arbeit auch? Ja, das ist auch schon während der Arbeit passiert. Und dann wissen die Kollegen mittlerweile Bescheid. Und sie macht ein Praktikum im Krankenhaus und Gott sei Dank, sagen wir mal so, wird sie ja gleich immer behandelt da. Also, ja. Sie ist vom Stuhl gekippt oder sie ist vor der Tür, wollte Akten wegbringen, fällt einfach um. Das hast du gerade so am Rande gesagt, dass zum Beispiel, wenn sie einen bestimmten Geruch wahrnimmt, passiert das? Ja. Noch etwas anderes oder nur Gerüche? Nein, es kann auch Freude sein, es kann auch Trauer sein, je nachdem. Und man weiß eben vorher nicht, was es ist. Es passiert einfach. Sind denn auch schon
körperlich schlimme Sachen passiert, dass sie irgendwie gestürzt ist deshalb oder sich verletzt hat. Die Treppe runtergestürzt, hat sich bei mir gebrochen und beim Fahrradfahren zum Anfang, als wir das ja nun noch nicht wussten, dass das so hintereinander hinterher kommt, da ist auch mir gefallen und hat sich da verletzt. Vermutlich darf sie auch nicht Auto fahren? Nein. Nee, das ging gar nicht. Also sie müsste anderthalb Jahre, müsste sie anfallfrei sein, dann dürfte sie das machen, aber bis jetzt hat man ja nun... Und sie ist im Moment in Behandlung? Ja. Bei einem Psychologen? Jawohl. Und die Psychologen sagten, dass andere öfters Nein sagen sollte. Das liegt an uns, weil wir zu harmonisch, also wie unsere Familie ist zu harmonisch. Ja, wir hätten ihr öfters mal auf den Po hauen sollen. Damals oder mal ausschimpfen. Gerade das haben wir ja nun immer gedacht, Mensch, nee, ich habe sowas nicht erlebt in meiner Kindheit, also warum sollte ich mein Kind hauen oder also. Was lernt man jetzt aus dieser Diagnose? Dass ihr könnt jetzt nicht plötzlich Nein sagen, oder? Ja, also sie sollte sozusagen selbstständiger sein und mal öfters sagen, ach Mensch, nee, das möchte ich jetzt nicht machen. Klingt ja auch eher wie so eine Plattitüde, ne? Also ich denke auch, die Psychologin, denke ich, weiß nicht weiter und nun sagte eben, das liegt so und so dran. Und also dieser Ratschlag hilft deiner Tochter im Moment überhaupt nicht? Gar nicht. Und das Schlimme ist ja, sie hat ja selber jetzt schon Angst, ja, wenn sie irgendwo rausgeht. Und natürlich, klar. Und du weißt eben nicht, wann das passiert. Genau, man kann ja nicht entspannt mal in die Disco gehen, man kann nicht entspannt einkaufen oder bummeln gehen, man kann gar nichts machen. Nein, das stimmt. Das ist... Die ist ja zum Praktikum an der Haltestelle, also wir müssen ja mit Bus und Bahn fahren, hat an der Haltestelle, dann ist da umgefallen. Ich sag, jeden Tag, wenn meine Tochter losgeht, habe ich mehr Angst. Wie. Aber das muss deine Tochter ja auch sehr, sehr grundverängstigen. Ja. Also dass sie große Angst vor sich selbst hat und wahrscheinlich dadurch immer unsicherer auch wird. Ja. Und vielleicht auch labiler wird, kann das sein? Ja. Also zum Anfang war es so, dass sie bloß mal einmal die Woche vielleicht umgefallen ist oder zweimal. Aber jetzt im Moment ist es schon so, dass der Körper, dass das Gehirn, wenn sie jetzt irgendwo hin muss, dass sie einfach abschaltet. Du kriegst sie frühmorgens überhaupt nicht wach, weil sie so tief weg ist, dass... Das klingt ja so, als würde sich ihr Gehirn so der Welt und der Realität entziehen. Ja, je nachdem, was es ist. Je nachdem, was es ist, ja. Wie lange ist sie insgesamt jetzt schon in Behandlung deshalb? Zwei Jahre und es hat nichts gebracht. Ja. Das heißt, ich denke mal, es ist jetzt im Moment schlimmer geworden. Ja, dann müsst ihr das abbrechen, dann muss irgendwas anderes passieren. Ja, also ich finde, weiß ich auch nicht weiter. Also. Können wir ja gleich mal, ich habe ja eine Psychologin hier, die auch im klinischen Bereich arbeitet, tagsüber. Wollen wir mal gucken, vielleicht hat sie den einen oder anderen guten Ratschlag für euch. Ich finde, nach zwei Jahren muss irgendwas passieren. Ja, denke ich auch. Und dieser Ratschlag würde mich also auch überhaupt nicht befriedigen. Nee. Da muss was anderes her. Vielleicht wäre auch ein Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik nicht schlecht, in einer guten Klinik. Müsste man mal in Ruhe, also das kannst du gleich in Ruhe mit meiner Psychologin beraten, im Hintergrund. Wollte dich noch fragen zu der Tochter, sie ist 21 Jahre alt. Ja. Wie sieht denn das aus so mit Beziehung? Hat sie einen Freund? Ja, hat sie. Und das ist ja sicher auch belastend für die Beziehung, ja, von dem Mann. Aber komischerweise, wenn der Freund da ist, da ist schon nichts gewesen bis jetzt. Also dann geht's gut. Da muss es ihr gut gehen, ja. Ist ja nicht schlecht, da sollten die beiden vielleicht zusammenziehen. Naja, das wäre nicht schlecht, das stimmt. Wir hatten ja heute das Hotel, das Thema Hotel Mama, diese Woche nicht heute. Und heute haben wir auch nochmal gerade drüber gesprochen. Hast du so ein bisschen den Eindruck, dass du das Kind zu sehr umsorgt und verwöhnt hast? Ja, also man hat ihn schon zugesehen, dass das dem Kind gut geht, sagen wir mal so. Na gut, er ist ja nicht gegen einzuwenden. Ja. Aber meinst du, dass du es vielleicht übertrieben hast? Nee, eigentlich nicht. Nö, eigentlich. Kann man nicht sagen. Ja. Ja, das ist jetzt auch sehr im Nebel gestochert, wo da die Ursachen liegen. Da müsste wirklich eine professionell gute Fachkraft dran, um das rauszukriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eure Familie schon sehr belastet. Ja, toll. Weil ihr natürlich auch immer Angst habt um die Tochter. Genau. Also, das ist ja mein Mann, der geht ja dann öfters das Kind mal wach machen, wenn du weißt, ne, sie hat sich den Wecker gestellt, dann und dann kommt sie nicht. Weißt du schon, oh Gott, hoffentlich liegt sie nicht oder dann neben dem Bett oder hier im Flur oder. Ja, ja.
Das ist. Aber weißt du, was ich da schon interessant finde und kurios, wenn du sagst, wenn sie mit ihrem Freund zusammen ist, passiert das nicht? Ja, da hat sie eigentlich, also ich denke mal, da ist, nee, den hat sie ja nur auch erst seit anderthalb Jahren, aber. Ja, aber immerhin. Da ist, ja. Da ist eigentlich recht entspannt, würde ich sagen. Gibt es denn so Überlegungen, dass sie vielleicht auf eigene Füße kommt und eventuell auszieht? Sie war schon mal ausgezogen. Ach so. Also, ja, die Psychologin meinte ja, also das wäre toll und sie, naja, aber das hatte nichts gebracht. Die, also die hat ein halbes Jahr und da ist sie auch immer andauernd umgefallen. Und wenn ich hingehen muss zur Wohnung und muss dann Angst haben, ja, klar. Da ist das wieder. Und vielleicht wäre die Lösung, wenn sie mit ihrem Freund zusammenzieht. Und ja. Würdest du das befürworten? Ja, natürlich. Ja. Aber da hapert es dann wieder am Geld. Ja, ja. Weil meine Tochter macht eine schulische Ausbildung, wo sie nichts kriegt. Und der Freund macht auch eine schulische Ausbildung und der kriegt nichts. Und das ist, verstehe. Da ist eben sind dann diese anderen Sachzwänge da. Ne? Ja, ja, genau. So, Kerstin, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin genau ein Fachgespräch führst, was man da tun könnte. Genau. Oder eventuell welche Klinik man da ansteuern könnte, wie auch immer. Magdalena heißt meine Psychologin heute Nacht. Mhm. Und du legst bitte auf und du wirst von ihr zurückgerufen. Alles klar. Alles Gute und schönen Gruß an, an deine Danke. Tochter. Gut, tschüss. Tschüss. Hallo Ute. Ute ist 41. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Ute. Um was geht's? Es geht darum, ich wollte dir erstmal sagen, dass ich gestern deine Sendung, also den Auftritt bei Schmidt und Pocher, wirklich super gefunden habe. Aha, eine andere Stimme, das freut mich. Ja, also vielen Dank. Und diese bestimmte Art von Humor, das gefällt mir sowieso. Und da konnte ich endlich mal wieder lachen nach meinem ganzen Ärgernissen. Was? Soll ich jetzt beginnen? Ja, bitte. Ja, was für Ärgernisse sind's? Mhm. Also ich habe im Moment Ärger mit meiner sogenannten Beziehung. Mhm. Und ich kann nicht wirklich mit jemandem darüber reden. Ja, diese sogenannte Beziehung. Wie lange seid ihr denn schon eine Beziehung? Also eigentlich seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren? Ja. Aber ihr seid nicht verheiratet? Nein, nicht verheiratet. Wohnt ihr zusammen? Nein, also ich bin ausgezogen. Also ich habe mir immer wieder eine neue Wohnung gesucht. Aber dadurch ist die Beziehung nicht total abgebrochen. Mhm. Was ist denn das, fragen wir mal so ganz allgemein erstmal, was ist das Schlimmste mit dieser Beziehung oder in dieser Beziehung? Also ich würde erstmal sagen, dieses ständige Ausrasten. Seinerseits? Seinerseits, richtig. Was heißt Ausrasten? Ja, also ich kann jetzt ein Beispiel nennen. Also die Polizei war hier gewesen vor 11 Tagen. Mhm. Also da war dieser Vorfall, irgendwelche Nachbarn haben die wohl gerufen. Das bin ich auch sehr dankbar vor, wer weiß, was sonst passiert wäre. Mhm. Und dass ich aber eine große Angst habe, also dass die Polizei gemerkt hat, dass hier irgendwas nicht stimmt und ihn praktisch angezeigt hat. Also nicht ich habe ihn angezeigt. Davor hast du Angst, dass die ihn jetzt angezeigt haben? Also ich habe Angst vor ihm, vor seiner Reaktion. Ja. Was hatte er denn da an dem Tag getan, als dann die Polizei gerufen wurde? Was hatte er mit dir gemacht? Ja, also geschlagen und etwas in der Wohnung, also demoliert, sage ich jetzt mal so. Also das klingt ja schon schlimm. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber ich sage das jetzt einfach so. Sag einfach mal so, wie es dir, wie der Schnabel gewachsen ist. Das ist besser. Ja. Also mit den Notizen, da kommt man immer durcheinander. Ja, genau. Hat er dich schon aufgeschlagen? Ja, also eigentlich immer. Eigentlich immer? In den 13 Jahren? Ja. Immer und immer wieder? Mhm. Hat er, wie brutal ist er vorgegangen? Warst du verletzt schon mal? Ja, ich war schon verletzt. Ich habe auch schon 3 Anzeigen bei der Polizei gemacht, die habe ich alle zurückgenommen. Warst du schon mal im Krankenhaus wegen so einer Gewalttätigkeit? Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es so schlimm gewesen ist, dass ich jetzt medizinisch hätte behandelt werden müssen. Also von mir aus, erstmal wäre mir auch die Scham viel zu sehr, also zu groß gewesen, das jetzt da zu sagen. Aber er schlägt dich ins Gesicht? Ja. Was mein Problem jetzt ist, dass ich Angst habe. Ich habe wirklich keine Anzeige gemacht. Mhm. Aber die Polizei hat ihn diesmal angezeigt. Und jetzt soll ich als Zeugin aussagen für die Polizei.
Und ich hatte gestern Post bekommen und darin habe ich, ich behalte mich Strafantrag pur angekreuzt und dass ich nicht aussagen will, obwohl ich eigentlich aussagen möchte. Aber ach, du hast schon angekreuzt, dass du nicht aussagen willst? Dass ich nicht aussagen will, weil ich habe die Anzeige ja nicht... Verstehe. Also hast du schon zurückgeschickt an die Polizei? Ja, habe ich gestern. Also ich hatte bis 16.04. Ich habe mir eine Woche Zeit gelassen, was ich überhaupt mache. Aber ich habe gedacht, ich hätte sowieso eine Vorladung bekommen. Und irgendwo möchte ich auch irgendwo. Das ist meine letzte Chance aus dem Ganzen. Ich verstehe. Ich muss nur mal fragen, Ute, damit es mir klar ist. Du hast noch nicht dieses Schreiben zurückgeschickt an die Polizei. Doch, gestern. Doch. Das müsste morgen ankommen. Und darin hast du gesagt, ich will nicht aussagen. In dem Schreiben, obwohl du eigentlich aussagen möchtest. Habe ich es so richtig verstanden? Das ist so richtig. Mhm. Aber ich habe auch geschrieben, dass ich mir Strafantrag vorbehalte. Also es gab drei Möglichkeiten. Mhm. Und ich habe die dritte gewählt. Da hätte ich noch mal 3 Monate Zeit, falls ich unschlüssig bin. Also wurde das da alles aufgeführt in diesem Schreiben. Ich verstehe. Das heißt, du hast noch eine Chance, dich noch mal zu melden. Richtig. Mhm. Du hast die Angst vor Rache, dass er dir umso schlimmer etwas antut. Ja, und ich habe auch Angst. Also ich glaube nicht, dass der jetzt noch wach ist und Fernsehen guckt. Wie gesagt, wir wohnen nicht zusammen, aber er weiß dann genau, dass ich das bin. Mhm. Hat er denn einen Schlüssel zu deiner Wohnung? Nee, den habe ich ihm schon abgenommen. Ja. Also das habe ich aber schon im Dezember gemacht. Aber dennoch hast du Angst vor ihm, dass er dir irgendwie auflauert, vor der Tür steht und so weiter? Und auch, weil er mich bedroht mit meinem, was mir ganz am Herzen liegt, was meinen Sohn anbetrifft, dass er ihn anruft. Und weil mein Sohn und ich wohnen 400 Kilometer auseinander. Mhm. Mein Sohn guckt auch die Sendung regelmäßig, deine Sendung. Mhm. Und das ist aber natürlich nicht euer gemeinsamer Sohn. Nein, nein, das ist mein Sohn, der ist auch schon erwachsen. Ja. Und, auf jeden Fall. Und du hast Angst, dass dein Ex-Partner oder Partner den Sohn anruft? Ja, und ihm Sorge, Probleme bereitet. Weil mein Sohn und ich, wir haben jetzt auch nicht diesen regen Kontakt. Ja. Der Sohn, sagst du, ist schon erwachsen. Mhm. Und der weiß um die schlimme Lage bei dir. Nein, weiß er nicht. Ach, er weiß das gar nicht. Erfolgreich immer. Also ich habe Andeutungen gemacht, weil er kommt nicht oft Besuch, also oft nicht, also einmal im Jahr. Jetzt haben wir uns 1,5 Jahre nicht mehr gesehen. Und er weiß gar nichts davon, wie dein Partner dich behandelt? Nein. Wie alt ist dein Sohn? 26. Und du bist aber 13 Jahre mit deinem Partner zusammen schon. Wo war denn der Junge da damals? In Köln. Also nicht bei dir? Nein. Der ist woanders groß geworden? Nein, er war immer bei mir. Also aber ich sage das jetzt trotzdem offen, ich bin auch froh, dass ich da mal drüber reden kann. Also ich habe meinen Sohn, also ich komme auch aus Köln, ich sage das jetzt mal. Mhm. Und ich bin aber, als mein Sohn 13 war, bin ich nach Hamburg gezogen. Und wo ist der Sohn dann, wo hat er gewohnt dann? Der war erst 13. Ja, also bei meinem Vater. Ach so, verstehe. Und er hat da weiter gewohnt, ich bin noch weiter in Besuchen gekommen, aber ich hatte eine Riesenproblematik, das hatte auch mit Therapie damals und alles zu tun und bin dann einfach, also nicht einfach, ich habe das schon also so weit in die Wege geleitet, wie ich das konnte, aber bin dann nach Hamburg. Zu deinem Partner? Ja, also damals dachte ich, es würde mein Partner werden, aber... Du hast den Sohn, hast du das Gefühl, dass du den Sohn damals im Stich gelassen hast? Ja, ganz stark. Tut dir das leid? Und wie? Mhm. Ich wache jeden Morgen damit auf und schlafe ein. Mhm. Und das geht auch nicht mehr gut zu machen. Und macht dein Sohn dir das zum Vorwurf? Nein. Er hat mir immer gesagt, dass ich bin seine Mutter und ich werde ihn nicht verlieren. Und er kann sich das vorstellen. Ja, und ich frage nochmal, er hat überhaupt gar keine Ahnung, was du für Höllen dadurch machst? Ich habe es ihm angedeutet, dass es Krisen gibt und schlimmer und... Aber ich könnte ihn jetzt, damit möchte ich ihn nicht auch noch belasten. Das klingt sehr bedrückend, was du mir erzählst. Und ich erahne, dass du in einer großen Not bist. Ja. Und schon sehr lange in einer großen Not steckst und große Angst hast. Habe ich auch. Ja, das höre ich. Das höre ich.
Und ich finde, dass da aber ganz, ganz, ganz dringend etwas unternommen werden muss, damit du aus diesem Teufelskreis rauskommst. Ich weiß noch nicht wie, also ich habe schon Ansätze gemacht, aber Hattest du irgendwann schon mal Kontakt mit einem Frauenhaus, mit einem Frauennotruf? Ja, im Frauenhaus bin ich ja hier in Hamburg schon drin gewesen, durch meinen Freund damals. Und also, du hast doch keine weitergehende Hilfe bekommen oder Ratschläge, was du tun könntest? Also nicht so, wie ich es hätte gebraucht. Jetzt muss ich dazu allerdings auch sagen, das ist schon Jahre her und ich weiß nicht, ob ich damals auch so in der Lage war, das so anzunehmen. Mhm. Also ich habe immer wirklich gedacht, ich schaffe das alles alleine. Mhm. Also in der Regel sind natürlich diese Frauenhäuser eine wunderbare Einrichtung, weil das ein geschützter Raum ist. Mhm. Da kommt kein Gewalttäter rein. Und die Frauen können da erstmal zur Ruhe kommen und von dort kann man gezielt ein neues Leben organisieren. Auf der Erfahrung der dort arbeitenden Mitarbeiterinnen, die dieses ganze Elend ja nun schon sehr lang und immer wieder kennen. Mhm. Ich glaube, dass es in deinem Fall natürlich auch sehr gut wäre, dass du erstmal in einen Schutzraum kämst, damit du keine Angst haben brauchst vor dem Typ. Und dass letztendlich dann was eingeleitet werden muss, wenn der dich so viele Jahre gequält hat. Ja, auch diese psychische Sache. Und die psychische Sache. Ja, also dass ich gar nicht genau weiß, ich kann das nicht mehr einschätzen. Ich denke, ich kenne ihn hundertprozentig, aber ich kann es einfach nicht mehr einschätzen. Mhm. Und ich möchte das irgendwie, am liebsten würde ich zurück nach Köln kommen, aber die Möglichkeiten sind mir nicht gegeben. Also auch im finanziellen Hinsicht nicht. Mhm. Und mein Sohn kann mir da auch nicht behilflich sein. Durch mein Verhalten ist er auch irgendwo in seinem Verhalten, ich will jetzt nicht sagen gestört, aber blockiert. Mhm. Und, ich merke schon, dass das sehr vertrackt ist und alles ineinander irgendwie miteinander zusammenhängt. Genau, richtig. Mhm. Aber die oberste Priorität, das Allerwichtigste ist, dass du von diesem Mann loskommst. Ja. Zweitens, dass du geschützt bist zunächst. Dann finde ich es natürlich, wenn es irgend möglich ist und du hast die Kraft dazu, dass dieser Mann vor Gericht gestellt wird. Aber das ist eine Entscheidung, die du mit Beratern treffen musst, ob du das dann auch kannst. Aber du musst da raus, du musst aus diesem Umfeld heraus. Von meiner Seite aus möchte ich dir wirklich sehr, 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 sehr Mut zusprechen, diese Schritte zu unternehmen, die jetzt nötig sind. Welche Schritte du unternehmen könntest, da sind wir dir sehr gerne behilflich jetzt im Anschluss an dieses Gespräch. Ja, das wäre sehr nett. Aber du musst etwas unternehmen. Du hast 13 Jahre, du hast wahrscheinlich nur eine ganze, ganze Kleinigkeit mir erzählt von dem, was du da durchgemacht hast. Das stimmt. Und das ist dein... Ansprengen dann, den ganzen Rahmen sprengen. Ja, aber es ist dein Leben und deine Lebenszeit, die du jetzt schon an diesen Mann verschwendet hast. Ja, das kommt nicht, das weiß ich. Das kommt nicht wieder. Nee, ich weiß es dumm, ja. Umso wichtiger ist es, einen Schlussstrich zu setzen. Du bist erst, dann muss man auch sagen, erst 41. Das heißt, da ist natürlich ein Neuanfang wunderbar noch möglich. Natürlich ist der möglich. Der wäre auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich, aber jetzt auch sehr gut sogar bei dir. Mhm. Damit du mal irgendwann richtig durchatmen kannst und ein angstfreies Leben führen kannst. In meinem Tagebuch steht nur jeden Tag Angst oder umschrieben. Irgendwo, also ich schreibe mir immer jeden Tag etwas auf, damit ich das noch irgendwo weiß. Aber ich denke auch oft, ich nehme die Angst mit, ich nehme sie mit. Also diese ganzen, was man auch so in Therapie gelernt hat. Aber trotzdem, es ist kein Weg, ich komme da nicht raus. Und deswegen habe ich gedacht, ich rufe heute an, ich versuche das und halte es vor allen Dingen durch. Ich kann dir ja von meiner Seite aus erstmal nur so eine Meinung sagen. Die habe ich dir jetzt gesagt, dass du alle Kraft, die du noch haben musst, mobilisieren musst, um die Schritte zu unternehmen. Mhm. Was du machen kannst, da würde ich dich jetzt gerne weiterreichen an meine Psychologin. Ja, würde ich gerne in Anspruch. Ja, Magdalena ist das, die wird dich gleich, ich weiß nicht, ob es sofort jetzt geht, aber in der nächsten Zeit anrufen. Alles klar. Wünsche ich dir viel Kraft und alles Gute.
Ja, und danke, Domian. Das war sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen Gute. Alles klar. Auf Wiederhören. Tschüss. Und Simone, Simone ist 37. Hallo, Simone. Ja, hallo, Domian. Hallo, Simone. Was ist dein Thema? Also, wie fange ich am besten an? Also, ich habe jetzt rausgefunden, dass mein Freund ein Doppelleben geführt hat und das wohl schon seit 7 Jahren. Wie lange ist er denn schon dein Freund? 8 Jahre. 8 Jahre und seit 7 Jahren ein Doppelleben? Ja. Was heißt Doppelleben? Also ich habe es waren viele Zeichen da. Also er hat es immer wieder abgestritten und diesmal habe ich richtig geguckt. Ich habe im Internet geguckt und habe ganz viele Bilder von ihm entdeckt in Profilen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, wo genau. Nee, das musst du gar nicht sagen. Auf was deuten denn diese Sexkontakte auf jeden Fall? Mit Frauen, mit anderen Frauen? Ja, nicht nur mit anderen Frauen, sondern auch, in einem habe ich 4 Bilder entdeckt, 2 von seinen Genitalien und die 2 anderen eben ohne Kopf. Aber ich könnte aus Millionen sein. Also könnte ich ihn rausfinden, weil ich war 8 Jahre mit ihm zusammen und ich kenne seinen Körper. Ich kenne jede Stelle seines Körpers und er streitet alles ab. Du sagst, du hast sogar nicht nur mit Frauen, auch mit Männern? Ja, in der Anzeige stande Suche Kontakte zu Frauen, zu Pärchen oder Gruppensex. Oder Gruppensex. Ja. Ich bin total geschockt. Wann hast du es rausgekriegt? Ich habe es vor 2 Wochen rausgekriegt. Vor 2 Wochen erst. Und wie hast du es rausgekriegt? Durch das Internet. Durchs Internet. Hast du gezielt gesucht? Ja, ich habe gezielt gesucht, weil ich habe so, das Gefühl war immer da, dass er mich betrügt. Mhm. Und die Zeichen waren auch da. Und innerlich, als Frau fühlt man das. Mhm. Woher weißt du denn jetzt, dass er das schon 7 Jahre macht? Weil vor 7 Jahren die Zeichen schon da waren, bloß ich konnte die nicht deuten. Also ich wollte die nicht wahrnehmen. Ich hatte Scheuklappen vor meinen Augen. Ach so, das ist jetzt so, die 7 Jahre sind so eine Vermutung. Ja. Ja. Entschuldigung, hast du ihn darauf angesprochen schon? Ja. Was sagt er? Er hat alles abgestritten, alles. Sogar mein kleiner Sohn, wir haben einen Sohn zusammen, der ist 6 Jahre alt. Ich habe ihn natürlich, da war er angezogen, also mit freiem Oberkörper. Sogar mein Sohn hat ihn erkannt. Mhm. Auf diesem Bild mit freiem Oberkörper. Mhm. Aber du ziehst hoffentlich den Jungen da nicht mit rein? Nein. Du hast ihm das nicht erklärt, um was es da geht? Nein. Du musst das Kind schützen, das ist, finde ich, ganz wichtig. Ja, klar, auf jeden Fall. Mein Sohn ist mir total wichtig. So, trotz der Fotos streitet er alles ab? Er streitet alles ab. Gibt es denn außerhalb dieser Fotos noch andere Indizien? Ich hatte eine Verpackung gefunden, also da bin ich mit zur Apotheke gegangen. Ich habe sofort gesehen, dass da eine Viagra vorher drin war, durch die Form alleine schon. Hm. Und der Apotheker hat mir auch bestätigt, dass das Viagra ist. Hm. Ich nehme an, dass er irgendwas mit Drogen zu tun hat, dass er vielleicht Koks nimmt oder so. Nur hat ja Viagra mit Koks nichts zu tun. Nein, Viagra hat nichts mit Koks zu tun, klar. Aber ich gehe davon aus, dass er sowas nimmt, weil ich hatte heute einen Kollege von ihm gesprochen, der hat geschäftlich mit ihm zu tun und ihm ist auch schon aufgefallen, dass er sich total verändert hat. Und hat er auch zu ihm gesagt, wenn du Hilfe brauchst, du hast dich so verändert, dann biete ich dir Hilfe an. Mhm. Also da hat er nur gesagt, ach, ich bin letzte Zeit müde, ich habe Schlafstörungen mehr. Aber das ist jetzt, da bewegen wir uns auch noch im Bereich der Spekulation, das und ob er Drogen nimmt. Ja, das mit den Drogen vermute ich, sonst würde er sowas alles gar nicht machen. Er ist normalerweise ein ruhiger Typ. Ja, merkst du denn, dass er persönlichkeitsverändert ist manchmal? Ja, ganz stark sogar. Also wie ist er denn dann drauf, wenn du glaubst, er hat Drogen genommen? Also, ich habe letztes Mal gemerkt, dass er total zwiegespalten ist. Also komplett so wie schizophren. Also 2 verschiedene Persönlichkeiten. Dass er gar nicht, er kriegt gar nichts mehr mit, habe ich das Gefühl. Okay, das muss aber auch nicht unbedingt ein Indiz sein, dass er Drogen nimmt. Das kann ja auch es kann ja auch einfach eine seelische Störung sein, eine Erkrankung sogar vielleicht. Ja, kann auch sein. Diese Viagra-Geschichte, hast du ihn darauf auch angesprochen? Ja, klar, er streitet alles ab, also hat er immer gemacht. Also der Apotheker hat gesagt, das ist die Verpackung, ja. Steht das nicht auch drauf? Hinten steht da noch was drauf. Ja.
auf diesem Plastik steht hinten was drauf. Und damit bin ich. Okay, dann hat der Apotheker gesagt, okay, das ist eine Verpackung dieses potenzsteigenden Mittels. Ja. Und wozu nimmt er es ein? Ja, ich denke mal. Nee, was sagt er? Du hast hier doch dann. Er hat es abgestritten. Ach, er hat das auch. Aber du hast es doch. Er streitet alles ab. Und wo hast du es gefunden, dieses Päckchen? Das hat er versteckt hinten. Ich habe in der Küche so eine Leiste und hat das da hinter versteckt. Und er sagt, er hätte es nicht versteckt da? Nein. Das war immer so. Er hat alles abgestritten, jedes Mal. Egal mit was ich kam, er hat alles abgestritten. Hm. Also er steckt total voller Lügen. Er hat sich so viel Lügen aufgebaut. Er kann gar nicht mehr anders. Also die Vermutungen deinerseits gehen, du bist voller Skepsis und du bist davon überzeugt, dass da eine ganze Menge ganz schief läuft oder schief gelaufen ist. Ja. So ganz handfest kann man es nicht beweisen im Moment? Ja, durch die Bilder auf jeden Fall. Durch die Bilder schon. Aber selbst das streitet er ja ab. Ja, das streitet er ab, genau. Aber ich weiß hundertprozentig, dass er das ist. Ich sehe das ja. Ich kenne doch meinen Partner. Also ich bin 8 Jahre mit ihm zusammen. Ich kenne ihn. Ist er denn sonst auch, ich meine, wenn er so intensiv sich mit anderen Menschen abgegeben hat, wie man das vielleicht vermuten könnte, ist dir denn auch aufgefallen, dass er oft nicht zu Hause ist? Ja, oder? Also wir sind selbstständig. Und er ist also morgens abgehauen und kam nachts wieder. Und das jeden Tag. Der hat für uns keine Zeit gehabt. Und hat immer gesagt, momentan geht es nicht anders. Das war sein Satz, momentan geht es nicht anders. Mhm. Also er war von morgens bis nachts weg. Und das jeden Tag. Und er hat das nicht erklärt, warum, wo er ist und warum? Doch, wir sind selbstständig. Wir haben ein Geschäft, aber er war nicht ständig da. Wenn er sagt, im Moment geht es nicht anders, was meint er damit? Im Moment geht es nicht anders, dass er selber im Laden stehen muss. Aber ich weiß jetzt auch, dass er nicht immer im Laden stande. Ach so. Mhm. Also es gab zwei Jahre vorher, da hatten wir jemanden, der da gearbeitet hat und da war genau das Gleiche. Da war er auch von morgens bis nachts weg. Manchmal kam er gar nicht nach Hause. Ihr seid 8 Jahre zusammen, sagst du? Ja. Mhm. Ihr seid nicht verheiratet? Wir standen jetzt kurz vor der Hochzeit. Ihr standet kurz vor der Hochzeit? Ja. Wann? Wann sollte die Hochzeit sein? Also wir wären schon längst verheiratet jetzt, aber das ging nicht, weil in der Geburtsurkunde sein Vorname falsch war. Mhm. Und das musste zum Richter. Also deswegen konnten wir nicht heiraten, deswegen mussten wir jetzt warten. Und in dieser Zeit habe ich rausgekriegt. Hast du das entdeckt? Ja, genau. Mhm. Alles hat seinen Grund, sag ich mal. Wie ist denn so überhaupt euer Miteinander? So seid ihr nett und zärtlich miteinander? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich wollte eine Familie haben. Ich wollte, dass es gut läuft, alleine wegen meinem Sohn. Also ich habe den wirklich gebittelt und gebettelt, dass es sich was ändern muss. Ich war diejenige, die ihm immer gesagt hat, es muss sich was ändern. Schlaft ihr miteinander? Also das war nicht mehr oft gewesen. Also muss ich echt sagen, er hatte auch überhaupt kein Interesse, hatte ich das Gefühl. Also das klingt ja kaputt, alles, was du mir erzählst. Ja. Sind noch Gefühle da? Also ich habe diesen Mann total geliebt. Ich wollte ihn heiraten und ich habe ihn schon geliebt, klar. Aber jetzt alles zerstört in mir. Ja. Ist es jetzt soweit, dass du überlegst, zu sagen, ich trenne mich von ihm? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du ihm das auch schon gesagt? Ja. Und wie reagiert er darauf? Dem ist alles egal. Der kümmert sich nicht mehr um uns. Er ruft mich an, er fragt nicht nach seinem Sohn, gar nichts. Er zieht sich zurück und bleibt einfach weg. Ich bin diejenige, die zu ihm sagt, hör zu, wenn du Hilfe brauchst, ich habe ihm sogar die Hilfe angeboten. Was ist denn mit eurem, wenn er sich so merkwürdig, so befremdlich verhält, wie geht denn das beruflich, wenn ihr zusammen selbstständig seid? Also ich bin gar nicht mehr im Laden, nur noch er. Also ich bin zu Hause bei meinem Sohn. Achso, was ist das, was habt ihr denn überhaupt für einen Laden? Wir haben eine Spielhalle. Eine Spielhalle, ja. Achso. Mhm. Mhm. Also, klingt ausgesprochen bedenklich, finde ich. Ja, ich weiß. Bedenklich. Und wenn er so desinteressiert ist und ihm das alles komplett egal ist, ja. Wäre sicher der Schritt folgerichtig, dass du sagst, ich ziehe mich mit dem Kind von ihm zurück. Ja, klar. Und wenn er, wer weiß, in welche Verstrickungen er geraten ist. Es kann ja sein, dass er wirklich drogenabhängig ist oder in irgendwelche kriminellen Strukturen geraten ist, irgendwas, man weiß es ja nicht. Du kannst ihm das ja hinlegen, dass du immer für ihn da bist, dass er weiß, dass er zurückgreifen könnte, aber du kannst ihm das ja auch nicht aufzwingen, dass er deine Hilfe annimmt. Ja. Also ich habe ihm die Hilfe angeboten. Ich habe gesagt, ich bin immer für dich da. Welche Frau würde das in diesem Moment noch tun? Ne?
bricht natürlich für dich ein ganzes Leben. Also nicht ein ganzes Leben, aber es bricht alles zusammen, was ihr euch aufgebaut habt. Genau. Ich bin auch total fertig. Also ich habe jetzt die 2 Wochen, habe ich echt Baldrian nehmen müssen, damit ich wenigstens den Alltag ein bisschen bewältigen kann. Hilft ja meistens nicht viel, Baldrian. Hatten wir schon ein bisschen geholfen. Simone, meine Sendung ist vorbei. Ich bitte dich aufzulegen, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Bis gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Gunnel Blendin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage Tschüss.